Einen wunderschönen guten Morgen. Wir begrüßen euch heute mit fast dem kompletten Team von der Wallermesse in Passau, ja? Die Wallermesse schlechthin seit vielen Jahren und wir haben hier natürlich wieder einen riesengroßen Stand am Start und freuen uns auf die Leute. Was alles heute so passiert, werdet ihr sehen, denn der gute Rofi fängt es wieder ein und nachher stellen wir euch aber noch so ein bisschen die Leute aus unserem Team vor, denn die kommen teilweise sehr selten zu Wort und heute auf der Messe zwingen wir sie einfach mal mit uns so ein kleines Interview zu führen. Also viel Spaß dabei. So, da wollen wir euch die Leute mal so ein bisschen vorstellen, die wissen von nichts. Alex Kubitzer, neuer Teamangler Raubfisch, ihr kennt den bestimmt. Alex, erzähl mal ein bisschen was, stell dich mal kurz vor. Ja, was soll ich großartig sagen? Lauter, wir sind auf der Messe hier, was, müssen wir verstehen. Was soll ich großartig sagen? Ja, das war sehr gut, ja, weiter geht's. Na, nee. Ja, ich komme eigentlich her aus dem Wallerbereich. Und jetzt in den letzten Wann hast du angefangen mit Guiding? 2008 bis 2012 eigentlich, 13 noch ein bisschen. Und mittlerweile, durch dass ich wieder mehr in der Heimat bin, mal mehr Raubfisch fischen. Und jetzt geht es halt ein bisschen mehr in Schweden und halt bei uns auch überall. Also. Und wie viele Angeltage hast du auf Raubfisch? Du bist schon viel unterwegs, ne? Ja, es ist bei mir ein bisschen geblockt, sage ich mal. Ich habe durch die Firma, durch das Selbstständige schon mal 20 Tage, wo ich nicht rauskomme, aber dafür kann ich es mir dann halt aussuchen oder erlauben, dass ich halt einmal 3 Wochen am Stück nach Schweden fahre, nach Italien. Also das ist insofern schon sehr praktisch. Ja, ja. Es ist halt natürlich für uns geil, dass das Zeug nicht nur in der Heimat gequält wird, sondern auch in den Ländern, wo richtig was geht. Und da denke ich, werden wir noch viel Infos kriegen vom Alex. Der hat auch so einen ganz coolen Köder im Hinterkopf, im Hechtbereich. Ja. Da wollen wir auch nicht so viel verraten. Ja, der wird auch noch fertig. Und jetzt, ich bin ja gerade das Boot unterschrieben. So. Boot bezahlt, jetzt haben wir natürlich in Schweden haben wir ein Boot. Geil, geil. Also da könnt ihr euch auf coole Videos auch gefasst machen, ja, in Schweden. War ich schon ewig nicht mehr. Mit 14 war ich mal auf so einer katholischen Jugendfreizeit. Oh, ja. aber Angeln zweitrangig. Katholisch. Das ist unser Lauper Michi, unser Schweizer, der liebt Käse und was noch? Michi. Nee, ich will ja gar nicht die Leute verarschen hier. Wir müssen auch ein bisschen für Internationalität sorgen, darum aber nicht nur Deutsche und Österreicher im Team, sondern auch Schweizer. Und der gute Michi Lauper vertritt das Wallerangeln in der Schweiz. Die wahrscheinlich meistgeklickten YouTube-Videos aus der Schweiz kommen von ihm auf unserem Channel. Ich bin auch mega happy. Er macht seine Sache auch richtig gut und er war vor allen Dingen auch beruflich Guide in Italien. Michi, erzähl mal kurz was über dich. Ja, wie gesagt, aufgewachsen bin ich in der Schweiz. Ich habe dort. Du bist ja immer noch in der Schweiz, oder? Jetzt wieder, genau. Okay. Bin mit dem Seefischen eigentlich groß geworden. See, Stillgewässer. Ich übersetze, ja. Nein, und dann war ich 2 Jahre Vollzeitguide in Italien, hauptberuflich. Wie gesagt, bin jetzt wieder zurück in der Schweiz und schaue, dass ich sicher in der Schweiz nächstes Jahr noch ein paar Videos machen werde, Stillgewässer. Das ist halt mal eine coole Abwechslung. Denn natürlich ist es auch wichtig, Leute in Italien zu haben. Da stellen wir euch gleich einen Uli vor, das ist unser neuer Mann in Italien. Du weißt ja auch noch nicht, wie es in Zukunft aussieht. Vielleicht geht es ja nochmal nach Italien oder so. Also angeln auf jeden Fall. Ja. Sicher. Ist ja ein ganz junger Kerl, der Michi. Wie alt bist du jetzt? 24? 21. 21, Mensch. Ey, ich wäre so gern wieder 21. Das Wissen, was ich jetzt habe mit 21, wäre das geil. Ich bin ja ein alter Sack. Ich werde ja demnächst 29. Das ist mein erster 29. Geburtstag. 30 werde ich ja nie. Ja, Michi ist ein Top-Mann, der wird uns noch viel bringen in der Zukunft, viel zeigen, Videos auch in der Produktentwicklung unterstützen. Ganz großer Erfahrungsschatz. Michi, auf die nächsten Jahre. Ja? Jawohl. So, nachdem wir eben die Schweiz vor der Linse hatten, müssen wir doch noch mal ein bisschen auf die Ösis mehr eingehen. Es ist Wahnsinn, wie sich das Südliche verzieht. Aber wir sind ja hier in Süddeutschland auf der Messe. Folglich sind die Leute, die aus der Ecke kommen, mehr vertreten. Also gehen wir mal bei den beiden Ösis aus dem Raubfischteam. Da sind sie, Benny Siegmund, Christian Wenk. Sag mal Hallo in die Kamera. Ja, hallo. Servus. Was angelst du am liebsten, Benny? Ja, Zander, Hecht. Barsch, wirklich die
hauptsächlich Zander und Hecht. Du bist hobbymäßig Rutenbauer auch, ja? Ja, genau. Das heißt, er kann uns auch einige Tipps geben. Und er hat direkt gesehen, zum Beispiel beim letzten Muster war ein bisschen dick der Lack drauf. Und das sind halt nicht wie bei den Welsruten, da muss man schon ein bisschen filigraner arbeiten. Und solche Tipps kommen zum Beispiel von Benny. Oder auch wenn es um Ringanordnung und so geht, da haben wir doch wirklich innerhalb unseres Landes oder, ja, ich sag mal in Österreich halt, einen Experten, der uns da ein bisschen unterstützen kann. Finde ich sehr, sehr geil. Und bist auch zusammen mit Alex auch viel unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Schweden auch. Schweden, wir fischen die ganzen Tropfis in Tschechien am Lipnostausee. Sehr, sehr cooler Kontakt. Aber auch der Christian, den möchte ich auch nicht verschmähen. Was machst du viel? Du fischst so ein bisschen anders, sag ich mal, in anderen Gewässern, ja? Ja, ich sehe mal ein bisschen was von deiner Leidenschaft. Ja, meine Leidenschaft ist der Hecht im Prinzip. Das ist mein liebster Fisch. Ich fische bei uns in der Trau, aber ich bin Spielfischen vom Ufer aus. Durch das, dass man mit dem Boot oder Bellyboot fischen darf, bin ich gezwungen dazu, dass man Ufer ausgeben wird. Du fängst richtige Kaventsmänner, so sagt man bei uns. Ja, ja, Muttis. Muttis, Big Mamas. Ja. Mama. Apropos Big Mama, ja, wir haben Köder. Der wird, nee, das will ich euch gar nicht erzählen, das muss man in einer anderen Stimmung machen. Aber der wird richtig geil, ja. Vor allen Dingen der Name. Aber Dankeschön hier für die Unterstützung. Ja. Gehen wir gleich weiter. Es geht weiter mit einem Raubfischteamangler aus Ostdeutschland. Wir setzen ja keine Grenzen mehr, aber trotzdem aus. Woher bist du, Max? Ursprünglich aus der Gegend von Halle. Jetzt wohne ich in Erfurt. Und er unterstützt uns, natürlich, habt ihr ja schon angedeutet, für das Raubfischteam. Als wir die Vorstellungsrunde in der Firma hatten, hat jeder so gesagt, was seine Lieblingsfischart ist. Auf einmal sagt er Döbel. Seitdem ist es für mich nur ein Döbel, Max, ja? Ja, in Halle gab es halt nur Döbel, das ist das Problem, oder hauptsächlich Döbel. Kann man auch ruhig mal sich auf Döbel spezialisieren. Freut mich als Welsangler auch, ja? Aber du wohnst leider zu weit weg. Ja, jetzt wohne ich auch in Erfurt, da sind eher die Forellen, mein Ding. Forellen, Stichwort, ja. Ich dachte, hat der Lachs auf dem Arm oder was? Erzähl mal, was dies Jahr deine größte Forelle war. Bachforelle, ja? 72. 72 Zentimeter. Wahnsinn, ey. Ja. Und Max ist auch ein Baitcast-Fan. Der wird uns da auch Feedback geben. Macht er ja schon fleißig bei unserer Baitcaster-Route. Bis auf die Grifflänge ist sie ja schon ziemlich, ich will nicht sagen perfekt, aber ziemlich gut. Ich denke, beim nächsten Schritt können wir eventuell schon an die finale Version rankommen. Ja, ist auf jeden Fall geil. Also der gute Max, von dem werdet ihr auch noch viel sehen. Vielleicht gehe ich mit ihm mal Forellen angeln, dann machen wir auch mal ein Video. Muss auch mal sein, habe ich ewig nicht mehr gemacht. Schön an Bach. Einer, der mit am längsten in unserem Team ist, der Marco Richter. Neuen Namen hat er, weil er endlich mal geheiratet hat. Ja, es wird Zeit. Familienvater, geht trotzdem noch angeln, ist ein ganz lieber Kerl, kennt sich mit Booten super aus. Marco, erzähl mal kurz was. Ja. Leute kennen dich ja schon von einem Interview, die gespannten YouTube-Zuschauer. Genau. Also wie gesagt, ich bin mega stolz, dass ich im Zirk-Team sein darf. Ne? Ich bin eigentlich von Anfang an mit Thorsten mit dabei. Ja, ist eigentlich wie eine Familie, alles zusammengewachsen. Die Messen machen riesig Spaß. Ich freue mich immer, wenn ihr bei uns auf den Messen vorbeikommt, wir interessante Gespräche führen können. Sicherlich auch, wenn ihr mal welche Fragen habt, mal über Facebook oder so, sind wir ja alle aktiv. Ja, also immer her mit den Fragen, löchert uns und wir können euch immer irgendwo einen Tipp geben. Was ich halt cool finde, ich meine, klar, die hauptberuflichen Guides und so weiter sind mehr am Wasser, die fangen mehr, ganz klar, die fangen auch mehr wie ich. Aber Loyalität ist halt auch ganz, ganz wichtig und da bin ich mega froh, sowohl was den Marco anbelangt oder auch was den Jan anbelangt, die kriegen wir auch noch vor die Linse. Der redet, ich glaube, seit 2 Stunden mit einem, so viel kann er dem gar nicht verkaufen. Nee, den holen wir gleich auch noch für die Linse. Und einfach nur nochmal von meiner Seite hoffentlich vielen lieben Dank für deine Hilfe, Marco. Finde ich echt geil. Und nächstes Jahr, er ist ja Helene Fischer-Fan. Freundin hat schon Tickets geholt. Nächstes Jahr gehen wir aufs Helene Fischer-Konzert zusammen. Das wird geil. Das machen wir auf jeden Fall. Geil. Atemlos. Ein ebenfalls mega loyaler Mensch, der seit am Beginn bei uns dabei ist. Ist der Jan Lehmann, kennt ihr aus den Deutschland-Videos. Mensch Jan, sag doch mal was den Leuten. Ich hab's ja mal, auch auf der Messe können wir mal ein bisschen mit den Leuten kommunizieren. Nicht nur mit den Leuten, die bei uns auf dem Stand sind, sondern wir wollen euch auch so ein bisschen das Messe-Flair verschaffen, in die Wohnzimmer bringen. Sag Jan, wie gefällt's da hier? Ja, hammergeil. Also Passau wie immer ein absolut geiles Event und ist ein Besuch wert. Geile Leute, geile Resonanz, richtig coole Gespräche. Schon so eine Wallerhochburg hier, ja? Ja, absolut, total heftig. Also man ist auch überrascht, von woher die Leute überall ja, herkommen, was die für einen Weg auf sich nehmen, um hier zu sein und irgendwo nur ein paar Stunden dieses Flair zu spüren, mit den Leuten zu sprechen und vielleicht sich auch den einen oder anderen Tipp oder Trick abzuholen. Von daher. Man erkennt die Leute auch wieder, ne? Die Leute fragen mich, vielleicht kennst du mich nicht mehr. Also mit Namen so ist schwierig, aber mal
sieht schon jedes Jahr auch Leute, wo immer wiederkommen. Das freut mich total, wenn man da so ein bisschen auf den Messen auch in Kontakt bleibt. Ja, auf jeden Fall. Ja, darf der eine oder andere auch nicht übel nehmen. Na, ich sage immer so schön, Namen und Zahlen sind Schall und Rauch. Namen ist bei mir auch schwierig. Ja. Das ist, ihr seid einfach so zahlreich vertreten und wo anschreibt, auf Messen kommt und so, ist immer ein bisschen schwierig. Aber so Gesichter erkennt man schon. Ja, die prägen sich ein, die Gesichter auf jeden Fall. Ja. Machen wir noch ein bisschen weiter und heute Abend gehen wir schön zum Griechen. Genau, ja? Richtig. Uso trinken. Und da wird zugelangt, ordentlich große Portionen. Person muss ich euch gar nicht näher vorstellen. Unser Star der Raubfisch-Videos. Gut, war auch das erste Video, aber es hat er richtig gut gemacht. Wir gehen mal auf ihn zu. Er guckt so ins Leere. Ja, ja, hi. Vermutet aber schon, was passieren wird. Ja, Mensch, gar so lange nicht mehr gesehen. Ja, Mensch, was du hier? Ja, was hast du da für einen geilen Pulli an? Was ja, das ist das. Das ist, hast du unser Logo kopiert und irgendwas anderes reingetritzelt? Oh, sorry, ey. Ist das schon wieder aufgefallen? Mensch, der Carsten hier, der hat es auf den ersten Blick erkannt. Scheiße. Team Angler Raubfisch. Viel Vertikallang und so weiter, habt ihr ja gesehen. Ich verlinke jetzt einfach mal das Video, das ist so geil geworden. Hier oben findet ihr es. Und Manni, du hast es zwar schon vorgestellt vor gar nicht allzu langer Zeit, aber so ein paar Worte nochmal an unsere Zuschauer. Ja, hallo nochmal, ich bin der Martin. Der Martin. Mit 3D. Genau, ja, oder doppelt. Nein, genau, das lassen wir lieber. Mein Hauptziel. Das verstehe ich jetzt erst, oder doppelt, geil, ja. Dauert ein bisschen länger. Du bist schon zu lange auf der Messe. Ja. Nee, mein Hauptzielfisch ist der Zander, am liebsten Nee, komm, jetzt müssen wir echt mal hier runterkommen. Nein, also nochmal. Mein Hauptzielfisch ist der Zander, am liebsten vertikal vom Boot aus. Oder auch mal geworfen, gejiggt vom Ufer. Das ist so die Hauptangelart, die ich praktiziere. Und mal mit mehr Erfolg, mal mit weniger, gehört zum Angeln dazu. Aber immer sehr leidenschaftlich. Das ist die Hauptsache, Leidenschaft geht vor. Danke, Martin. Machen noch weiter hier. Ja. Kevin, Servus. Ja, mein liebster Minijobber, muss ich mittlerweile wirklich sagen, unterstützt uns in der Firma, ist aber auch ein leidenschaftlicher Welsangler, so in den letzten 2 Jahren geworden. Erfolge werden auch immer besser, dies Jahr an der Rhone, erster 2-Meter-Fisch. Ne? Ja, 2,10 Meter. 2,10 sogar, auf Haier 20 und? Den Bock etwas. Und was für eine U-Pose hattest du? Ah, die neuen U-Posen aus PU. 100 Gramm. Und dicke Dinger, dicke U-Posen, dicke Fische. Ja? Also nicht vergessen, wenn er wenig Schwimmung hat, ruhig die dicken Dinger einsetzen, ganz wichtig. Der Kevin, der hört drauf, was ich ihm sage und da ist er auch erfolgreich. Ja. Kevin macht einen super Job, berät auch die Leute hier. Einfach nochmal vielen lieben Dank, dafür. Und wir waren auch schon zusammen angeln, war auch schon mal Kameramann von der Fragkiste und holen mal nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal nach. Ja? Und der Fangmann war es in dem blöden Gewässer, damals haben wir geblinkt. Gehen wir zu unserem Verkäufer, überwiegend Innendienst, macht aber auch Außendienst, immer bei Händlern unterwegs, aber auch zu Endverbrauchern hat er einen relativ guten Kontakt, weil es halt auch ein Angler ist und vor allen Dingen deckt er alle Bereiche ab. Welsangler, Karpfenangler, was uns nicht so viel weiterhilft, außer in der Köfibeschaffung, ja, und auch Raubfischangler, immer mehr, er läuft schon weg, den kriegen wir. Da ist er, der Marcel. Moin Leute. Er arbeitet bei uns. Marcel, erzähl mal, was du so machst. Ihr kennt den wahrscheinlich aus YouTube, die Jungs, die wirklich unseren Kanal verfolgen. Wir waren 2014 schon unterwegs, gut geklickte Videos, Abspann. Er hat schon mal als Kameramann versucht, war so lala erfolgreich. Also Rufi macht es natürlich keiner. Nee, ich betreue die Händler so ein bisschen, also wenn da Händleranfragen kommen oder auch die bestehenden Händler. Wenn die Infos brauchen oder so, bin ich da so die erste Anlaufstelle für die in der Firma. Ja, das werde ich auch in Zukunft weiter so machen. Marcel ist ein guter Mann. Von dem, mit dem geht man demnächst auch mal noch ans Wasser. Ich kann auch mal so ein bisschen Produkte vorstellen und sowas mal gucken. Aber wenn irgendwann mal Zeit ist, dass wir das machen. Dann gehen wir auch nochmal zusammen an. Dann gehen wir mal zusammen an. So, jetzt stelle ich euch unseren Opa vor, unseren Firmenopa. War es das Lagerleiter von uns, der gute Christoph, der pollert richtig Pakete raus jeden Tag. Der ist aber ein bisschen schüchtern vor der Kamera. Aber wir versuchen mal so, uns ganz langsam zu nähern, damit er nicht wegläuft. Oh, das Exemplar hat uns schon entdeckt. Christoph, einmal kurz Hallo sagen, die Kamera zeigt ja schon. Servus. Ja, ich hab doch gesagt. Das war's schon. Das war's schon. Das ist alles. Ja, sonst macht dein Job, der ist eh perfekt.
Christoph. Ich habe gehört, du hättest gesagt, ich wäre schüchtern. Ja, so ein bisschen, ja. Ein ganz schüchternes Exemplar. Ich sage, wir müssen uns langsam näher, dass er nicht wegläuft. Quatsch. Danke, ja. So, jetzt gehen wir zum Momoilas, den nennen wir so, weil er so ein bisschen das Schnursortiment überwacht. Ist aber auch generell das Mädchen für alles in der Firma. Und ihr kennt den aus den Madagaskar-Videos. Da war er oftmals ein bisschen offener, da waren aber dann schon ein, zwei Dosen Bier im Spiel. Jetzt ist das nicht der Fall. Mal gucken, ob wir ein, zwei Worte aus ihm rauskitzeln können. Ja, kommt mal mit. Er hat es noch nicht gesehen, ist schon mal gut. Unser bester Berater. Ja. Mädchen für alles, ja. Er traut sich jetzt nichts zu sagen. Er ist auch ganz gut im Singen. Ja. Jingle Bells oder was er damals in Madagaskar gesungen hat. Wo sind die Tiefs? Ohne die es la. Ein guter Drill-Sergeant, auch generell ein sehr, sehr guter Angler. Er hat ja auch ein bisschen das Raubfischsortiment mit uns gemacht, Produktmanagement, bevor jetzt demnächst noch ein neuer kommt. Wirklich Mädchen für alles, macht einen super, super guten Job. Ich moderiere jetzt mal für ihn, weil, ich weiß, willst du noch was sagen, Lars? Nee, mach das gut. Ja. Das war der gute Momoi, Lars, ja? Wir haben noch größere Aufkleber dabei, ja? Ich bin ganz stolz, euch einen Saarländer vorstellen zu dürfen. Der Christian, der ist aber ausgewandert. Halb und zwar Kieler, halb Saarländer. Studiert er jetzt in Kiel. Was studierst du? Erzähl mal kurz. Agrarwissenschaften mache ich in Kiel seit 4,5 Jahren. Ja. Aber ein Doktor. Langzeitstudent, weil ich zu viel hier bei Zeck Fishing verbringe. Ja. Aber schon wegen dem Angeln, oder? Ja. Ich kenne das, wenn man alles andere missachtet, nur noch angeln geht. Aber was willst du machen? Aber was sollt ihr nicht, ne? Also alle Jungs und Mädels, bitte nicht alles andere links liegen lassen fürs Angeln. Ist nicht gut für eure Zukunft. Ja. Erzähl mal, angelmäßig. In Kiel angelmäßig. Schleswig-Holstein ist eigentlich das Paradies für jeden Angler. Ne? Wir haben Nordostseekanal, die Förde, die Ostsee. Und für mich, wo ich meistens eigentlich zu finden bin, auf den Seen. Die großen Naturseen, wo der Seeadler dann oben fliegt und man auf Hecht und Barsch nehmen kann. Meistens alleine auf dem See ist, das ist schon toll. Ja. Guter Bote, ne? Genau, Schleswig-Holstein hat ja leider E-Motoren und Verbrennermotoren verboten. Komplett oder was? Komplett, also auf den Binnengewässern schon. Förde oder Kanal darf man schon damit fahren. Aber als Angler dürfen wir nur rudern. Bellyboot geht aber, oder? Das geht auch, ja. Müssen wir mal so eine Bellyboot-Aktion machen und Hecht beim Hecht schleppen. Ja, weil Bellyboot, du fängst richtig schöne Kanu, Dinger, ne? Das geht, ja. Genau. Sehr cool. Können wir gerne mal machen. Oder auf der Ostsee, wie du schon sagst, werden wahrscheinlich auch die ein oder anderen Meerforellenangler das Bellycat haben, ja. Ich werde jetzt noch zum alten Seebär so langsam, ne? Die ganzen Norddeutschen, wo mich da auf die Ostsee mit einladen oder so. Nee, ich freue mich da drauf. Du wirst uns im Hecht-Bereich unterstützen in erster Linie? Genau, vor allem beim Jerken und bei den Swimbait-Routen. Und die sind ja schon relativ cool geworden, ja. Also sind wir relativ nah am Ziel, aber das erfahrt ihr dann alles noch in späteren Videos. Vielen lieben Dank für deine Messehilfe. Du musst noch ein bisschen Taschen verkaufen, damit wir hier dann mit einem fetten Minus nach Hause fahren. Aber es geht schon. Geh mal weiter. Muss ich ganz kurz mal überlegen, ist es der Letzte im Bunde? Ich glaube, es ist der Letzte, aber last but not least, Uli Scheuerer. Hallo. Er wird uns jetzt auch ein bisschen unterstützen, ja. Wir haben ja Michi Lauber in Italien leider verloren. Also er lebt noch, aber er ist nicht mehr in Italien. Darum brauchen wir einen neuen Mann in Italien. Und das wird der Uli sein, der wird uns demnächst Feedback geben. Weil ganz ehrlich, Po ist ganz wichtig für die Leute. Gerade auch aus Bayern, da sind viele am Po unterwegs. Und ich kann ihn nicht so wirklich mit Po-Infos dienen, weil ich schon ein paar Jahre nicht mehr so oft war. Soll ich auch noch mal ein bisschen ändern in Zukunft, wenn ich mehr Zeit habe. Aber jetzt haben wir einen Uli. Und der Uli wird uns nicht nur im Team ein bisschen unterstützen, sondern hat auch einen eigenen Guiding-Service jetzt, den er mit Markus Eule von der Wallerwelt zusammen macht. Uli, erzähl doch mal ein bisschen. Ja, was mag ich ab nächstes Jahr? Ich habe mich selbstständig gemacht. Ja. Ich mache Guiding-Touren am Po. Das werden hauptsächlich sein Abenteuer-Touren. Das sind Vollguiding-Touren. Wir sind da 5 Nächte unterwegs, fahren hoch bis zur Staumauer, runter bis nach Borgo Forte. Also das wird mit Sicherheit eine ganz interessante Geschichte werden. Und dass wir da jetzt kooperieren, finde ich natürlich super. Aber wir haben ein bisschen Angelzeug, ja? Ich denke, das ist eine Win-Win-Situation und jeder wird damit fahren nächstes. Ich freue mich da drauf. Wir kennen uns ja schon ewig. Ich glaube, Uli habe ich das erste Mal getroffen, da war er 16. Na 15, glaube ich. 15 war es sogar. Wir waren noch mal angeln. Da waren wir angeln, ne? Eine Nacht, ganz schnell, spontan. Da war ich noch bei meinem alten Sponsor, bei der Firma Sänger, war ein Angelladen, Fischer mit 12 Neumarkt, wo du jetzt auch noch mal nebenher arbeitest. Genau, also ich bin auch wieder in Neumarkt, in einem Angelladen.
Und das ist eine ganz gute Kombination, da freue ich mich drauf. Das wird eine coole Sache. Sehr, sehr cool. Und da, ich denke, von Uli werden wir noch viel hören. Vielleicht nimmt er mal ein Fotoapparat oder die Videokamera in die Hand. Ich weiß nicht, ob er da Zeit hat bei seinen zahlreichen Guidings. Aber werden wir auf jeden Fall. Sollte klappen. So ein bisschen was werden wir bekommen. Also danke dir, Uli, und ich freue mich auf die Zukunft. Ich freue mich auch. Perfekt. Die Messe ist gelesen. Wir sind beim Abbau dabei. Vielen lieben Dank nochmal an alle, die da waren. Ging nochmal nur ab. Also sowas wie hier in den paar Stunden, das habe ich noch nie erlebt. Jedes Jahr wird es extremer. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran, die Leute mal kennenzulernen, die mit uns zusammenarbeiten. Wirklich eine super geniale Truppe. Und ich sage einfach, wir sehen uns spätestens im nächsten Video, das letzte Video des Jahres. Verpasst es nicht, aber ganz vergessen. Stimmt, jeden Donnerstag kommen ja auch die Raubfisch-Videos ab sofort. Also sehen wir uns am Donnerstag schon wieder. Bis dann. Ciao, euer Carsten.